Ja, und wieder bei Pokémon Feuerrot Fairlock Challenge. Beim letzten Mal sind wir hier auf Island 1 angekommen und wollen nun, bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal der Bitte von Troy, nicht von Troy, von Bill nachkommen. Denn je früher wir das fertig haben, desto früher können wir auch wieder den PC benutzen und für alle Fälle unsere Pokémon austauschen. Ich habe natürlich keinen Zerschneider mehr dabei. So, wo war... Ich glaube, hier musste ich hin. Oh, wo ist Irma? Bring mir mein Mittagessen. Und, oh nein. Oh, du bist ein Freund von Irma? Weiß nicht, ob ich ein Freund von einem kleinen Mädchen bin. Bitte, wenn sie zu finden ist auf Island 3. Ja, das ist Spielhalle. Wie kann man auch sinken? Ach, da sagt sie, ich auf der Insel fahren. Wo sind sie? Warum bist du das einzige aller drei? Ja, das ist nicht einfach aller drei. Ich glaube, das ist aller zwei, ja. Eine Dreckschleuder mit. Sie hast einer laut, der hat meinen Teppich abgenutzt. Wenn du es meinst. Joa. Damit wissen wir müssen nach Island 2. Aber wir wollen zuerst bei Kap Kanta noch ein Pokémon fangen. Ich denke mal, Asklepios kann das sicher gut schwächen. Ja, beim letzten Mal hier angekommen, haben schon mal ein bisschen was gefangen. Ein bisschen umgeschaut, fangen jetzt noch ein Pummeluff. Ich habe noch keins, ne? Ich habe auch kein Fluffeluff. Oder? Ich habe Pi, glaube ich. Habe ich ein Pi? Ich habe ein Pi. Dann fangen wir uns halt eben ein Pummeluff. Ist jetzt auch nicht so das Geilste, aber ja. So, einmal schwächen. Nicht, dass ich da wieder zu stark drauf haue. Yay! Der Charme. Oh, natürlich wachst du direkt auf. Ist die Frage, komme ich durch und kann ich wieder einschläfern? Danke. Das sind 7 KP. Ah, 14, 8, 20, 56, 112. Hätte potenziell viel Schaden machen können, ja. Wie nennen wir dich denn jetzt eigentlich am besten? So, Pummeluff. Es fesselt die Gegner mit seinen runden, großen Augen und versetzt sie in Schlaf, indem es eine beruhigende Melodie klingt. Naja, ihr wisst Bescheid, ne? Bewegt euch im Rhythmus. Oder so. Habe ich irgendwie noch irgendeinen coolen Namen eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß, das passt wahrscheinlich jetzt nicht so sehr. Hoppala. Ich glaube irgendwie, das ist eher ein Affe, aber du bist jetzt Hanuman. Hanumau? Close one. Oder war Hachiman ein Affe? Ich weiß es nicht. Wo ich gerade hier bin. Kann eigentlich Bisaflor nicht auch Fauna-Statue lernen? So rein theoretisch? Oder mag es mich dafür noch nicht genug? So, das ultimative Attacke. Das Bisaflor? Nein, okay. Bisaflor mag mich noch nicht genug. Das heißt, es geht noch nicht. Was soll's. So, hast du noch irgendwas Interessantes zu verkaufen? Nein. Okay. Ach, ich glaube, für das bisschen brauche ich auch keine Heilung. Wir gehen weiter nach Island 3. Dort haben wir noch ein bisschen mehr zu tun. Da müssen wir erstmal Irma finden. Und vor allem, glaube ich, auch ein bisschen kämpfen. Ja, die Raser, die jetzt gleich kommen. Wer wäre dafür gut geeignet? Prinzipiell eigentlich Faunus. Denke ich mal hier. Hast du mal einen Pokédollar? Hast du mal eine Mark? Hier drin könnte ich was fangen, aber auch erst nach der Liga. Dementsprechend ist das jetzt auch uninteressant für uns. Hier oben wollen wir hin. Soll noch nur die da oben kämpfen. Oder was? Geh sofort nach Kanto zurück.
Irgendwas wollte ich erzählen. Kennt ihr das? Ihr wolltet gerade irgendwie einen Satz beginnen. Und bevor ihr den Satz überhaupt gestartet habt. Ja, ist er schon wieder weg. Ja, ich hab dir was zu sagen. Du wirst Geld an mich verlieren. Na, ich glaube nicht. Eigentlich bin ich stärker. Und ich habe ein Psycho-Pokémon. Ich glaube auch eins, was Psychokinese kann. Konnte man schreiben Psychokinese? Ja, kann es. Jetzt genau, jetzt wo ich gerade den Namen sehe. Faunus und Fauna-Statue, ne? Also die Attacke Fauna-Statue war ja lange Zeit irgendwie falsch. Das war eine Pflanzenattacke. Und es ging eine sehr starke Pflanzenattacke. Frenzy Plant, glaube ich, heißt es im Englischen. Also, ne? Fauna ist aber nichts Pflanzliches. Flora ist ja Pflanze. Und das haben sie ja erst in der 7. Gen mal geändert. Ich weiß nicht, warum die es vorher nicht geändert haben, weil, naja, spätestens nach der 3. Gen, nachdem sie es hier eingeführt haben, wäre den Leuten vielleicht mal aufgefallen, hä? Fauna-Statue? Obwohl es eine Pflanzenattacke ist? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und Game Freak die ganze Zeit so, pff. Ja, keiner. Vermeint. Braucht man nicht ändern. Und naja, so irgendwann ein paar Jahre später haben sie doch jetzt gedacht, okay, doch, ändern wir mal. Ist vielleicht auch eine bessere Idee. Joa. Und deswegen heißt der Attacke jetzt Flora-Statue. Ich habe es zwar bisher noch nicht gesehen als Flora-Statue. Mit Attacke sieht man ja eigentlich auch eher selten. Aber ja, es ist jetzt Flora-Statue. Vielleicht denke ich auch einen Psy-Strahl aus. Mal so zum Ausprobieren. Mit Slimers Verteidigung und Spezialverteidigung ist ja eigentlich genau gleich. Erst Slimer hat die bessere Spezialverteidigung. Wurde mir in den Kommentaren gesagt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier oder in welchem Pokémon-Projekt sonst, aber so wurde mir das gesagt. Und ich habe das sogar nachgeguckt und das stimmt. Das heißt, ihr lügt nicht. Ich wäre traurig, wenn ihr lügt. Dann lese ich hier so Sachen in den Kommentaren und verlasse mich drauf und dann ist es alles eine Lüge. Setzt du ein? Ach, Spockbock, okay. Naja, ich denke mal, Faunus hat da kein Problem mit. Nee. Alle lösen, aber ein Slimog. Ich glaube, Slimog rückt ja auch hin. Spezialangriff ist doch sicher ganz gut. Naja. Die Spezialverteidigung ist gut. Dann war auch das Slimog. Überlebst du eine Psychokinese? Ich sage, nein. Ich habe mich geirrt. Es tut mir leid. Der Säurepanzer bringt jetzt halt auch nichts mehr, aber gut. Aber ja, dann haben wir da die Rocker? Nee. Biker? Was seid ihr eigentlich? Rocker? Biker? Glatzköpfe. Zumindest der Chef ist ein Glatzkopf. Ob der Rest auch glatzköpfig ist? Wahrscheinlich ja nicht. Jo, und du? Oh, cool. Wusste ich schon gar nicht mehr. Ich habe beeindruckende Pokémon bei mir, ja. Mein Schwein ist sehr beeindruckend. Da habe ich halt wohl Schwein gehabt. Schlecht. Ach ja, schlechte Wortwitze. Ich liebe sie. Das ist genau mein Humor. Ist, glaube ich, auch nicht für jeden was. So. Ich glaube, da unten ist auch noch irgendwie ein Sonderbonbon oder so. Dann auf zur Buntbrücke. Von der ich immer früher dachte, das ist bunt mit T, dementsprechend ist es einfach nur eine bunte Brücke. Aber nein, es ist keine bunte Brücke, weil hier ist auch nirgendwo eine bunte Brücke, sondern eine Buntbrücke, die verbindet. Aber haben wir schon. Dementsprechend Dupes. Und noch was anderes Cooles hier für leicht. Hut, Hut. Kann ich das Abra wieder nehmen? Ist irgendwie cooler. Ja, natürlich geht's daneben. Na gut, dann halt Hut, Hut. So. Okay, nochmal zwei geht daneben. Jetzt bringt mir meine Stärke auch nicht mehr so viel an Schaden. Danke, dass ich wenigstens damit treffen konnte. Weil mir gerade wieder eingefallen ist, hat Hutut nicht irgendwie eine Fähigkeit? Frühwecker oder so? Dass er schnell wieder aufwacht?
Ja, da kann man noch draufhauen. Das heißt, eine Stärke wäre sogar ziemlich safe gewesen. Guten Morgen, Huthut. Behalte dein Schnabel bitte bei dir. Okay, Huthut. Ich glaube, für dich habe ich sogar mal einen guten Namen direkt. Da muss ich jetzt auch nicht mehr lange suchen. Wir sind ja sowieso eigentlich fast durch mit den Pokémon fangen. Ich habe, glaube ich, letztens mal durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Pokémon sind das nur noch. Huthut jetzt nicht mitgezählt. So, du bist... Jetzt muss ich nur gucken, wie man den richtig schreibt. Eolus, der Gott des Windes. Jo. Nur noch ein Schutz. Und dann dürfen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen kämpfen. War jetzt schon, keine Ahnung, der halbe Part. Wir haben eigentlich noch nicht viel gemacht, außer ein paar Kämpfe und ein paar Pokémon fangen. 2, um genau zu sein. Aber ja. Im Endeffekt machen wir das gleiche weiter. Kämpfen und Pokémon fangen. Piep, 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 piep. Weil darum geht's in Pokémon. Um Kämpfen und Pokémon fangen. Überraschung. Ich glaube, es hat niemand erwartet. Ja. Manchmal rede ich auch einfach kompletten Bullshit. Ne. Danke dafür. Was macht das andere auch noch, Mondschein? Metronom. Nur nicht in die Luft jagen. Eierbombe. Also eine Bombe war es am Ende auf jeden Fall. Ich habe nur nicht gesagt, was es nicht in die Luft jagen soll. Ich muss, glaube ich, mit Flammrad nur ein bisschen aufpassen bei Hestia, weil Flammrad ja natürlich auch verbrennen kann. Was es zum Glück nicht getan hat gerade. Ich sag mal, jedes Spiel hat ja irgendwo so ein Ziel. Und bei Pokémon ist es einfach, naja, schlag dich durch. Besiege ein paar Pokémon und besiege den stärksten Trainer. Mehr braucht ein Pokémon-Spiel ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Also prinzipiell ist es, finde ich, sehr, sehr einfach, ein Pokémon-Spiel zu bauen. Jetzt ohne noch große Innovationen mal reinzumachen. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber prinzipiell muss man eigentlich nur... Ich sag mal, für jede Gen so ein paar neue Pokémon mit einbauen. Vielleicht hier und da nochmal was Neues, also auch typenmäßig. Gut, da muss man natürlich wieder ein bisschen kreativ sein, um da auf ein paar coole Ideen zu kommen, aber sollte ja machbar sein, ne? So, dann baut man sich da so ein paar Pokémon ein, sagen wir mal so 100 Stück, 100 neue, hier und da mit Entwicklungen, noch ein paar, vielleicht ein paar alte Entwicklungen oder ein paar Vorstufen, so wie man es früher auch gemacht hat. Dann braucht man einfach eine Region, die auf irgendeine Region in unserer Welt basiert, weil das bis jetzt auch immer so war. Die ersten 4 Gens waren in Japan, die 5. war in Manhattan, die 6. war in Frankreich und die 7. war jetzt in Hawaii. Kann man wirklich alles nachgucken. Also Kanto, Johto, Hoenn und Sinnoh sind echt mehr oder weniger 1:1 aus Japan so entnommen. Manhattan ist halt eben Einal. Kalos ist, ja, eigentlich ganz eindeutig auf Frankreich. Und ich glaube, die hawaiianischen Inseln sind auch 1:1 Alola. Mal gucken, was als nächstes kommen wird. Ich sag mal, man muss ja irgendwie was nehmen, was auch ein bisschen abwechslungsreich ist. Man kann jetzt zum Beispiel jetzt nicht einfach irgendwie die, keine Ahnung, die Arktis nehmen, weil da irgendwie alles voller Eis ist. Man kann jetzt aber auch schlecht irgendwie nur... Aber wobei, wenn ich im Endeffekt bedenke, Alola ist im Endeffekt alles nur warmes Wetter, sag ich mal. Jetzt mit Ausnahme des einen eisigen Berges. Also haben sie es schon so gemacht. Aber man sollte so ein bisschen Abwechslung haben. Dass man so an allen Gebieten mal vorbeikommt. Jedenfalls ja, der neue Ort. Dann, joa. Hauptcharakter und einen Rivalen.
Hatte jeder Gym seine Rivalen? Hier haben wir unseren Hugo. In der zweiten Gen haben wir den Silver. In der dritten haben wir... Ja, je nachdem, wie wir eben halt nicht nehmen. Und Heiko. In der vierten haben wir unseren Rivalen und den Pearl. Wobei, eigentlich ist Pearl der Rivale, der... Die männliche Variante macht ja nichts. Oder die weibliche, je nachdem, was man nimmt. Ja, doch, eigentlich hat man immer einen Rivalen. Also ein Rivale wäre ganz gut. Der quasi so irgendwo so halbwegs das gleiche Ziel verfolgt wie man selbst. Oder sich wenigstens ab und zu einem in den Weg stellt. Dann braucht man noch ein böses Team. Darf man sich gerne mal was aussuchen, was deren Ziel ist. Ob jetzt Weltherrschaft oder Herrschaft über ein bestimmtes Pokémon oder... Keine Ahnung. Das Universum neu aufbauen. Oder alles vernichten. Oder einfach Bushaltestellen anmachen. Man kann sich's aussuchen, was das Team machen soll. Jo, dann brauchen wir so eine Art Arenaleiter oder was Vergleichbares. Sie Alola. Wobei, ich finde Arenaleiter ist immer noch cooler als die großen Prüfungen. Dass wir da quasi so hier und da unsere Checkpoints haben. Und dann geht's noch darum, packt ein paar Trainer hin. Mit einer guten Stärke. Hier und da gut verteilen. Am besten auch mit guten Taktiken, nicht dass es einfach nur wild irgendwie zusammengewürfelt ist. Jo, und dann haben wir eigentlich schon den Grundbaustein für ein Pokémon-Spiel. Story kann man... Ach, Asklepios. Jetzt hast du doch mal deinen zweiten Strike mal geholt. Ja, wie gesagt, Story kann man eigentlich vernachlässigen. Ist jetzt meiner Meinung nach... Ist es ein schönes Extra, aber es ist nicht wichtig. Man kann es eigentlich auch wie in der ersten Gen machen, es gibt einfach keine Story. Deine Story ist, du ziehst los, um Arenen zu machen. Sagt eigentlich irgendjemand, dass du eine Arena bekämpfen sollst? Ich habe gerade keine Ahnung. Also wirklich so damals in Rot. Hat einem irgendjemand mal irgendwann mal gesagt, was man eigentlich tun soll? Hat Professor Eich das gesagt? Hat dein Rivale das vielleicht gesagt? Jedenfalls gehst du da einfach den Weg entlang, bekämpfst hier und da ein paar Gegner, sammelst Orden, erfährst was über die Pokémon-Liga und denkst du, jo, die will ich auch schaffen. Jo, so machen wir's. Und so läuft das dann. No story needed. Ich glaube, die zweite Gen hat auch. Ja, ein bisschen Story mit Team Rocket, aber ansonsten auch eher so, jo. Also eigentlich dreht sich die Story immer um das gegnerische Team. Ja, dritte Gen geht auch um das um Team Aqua und Magma. Vierte auch. Fünfte auch. Sechste auch. Also die Story ist im Endeffekt, besiege das gegnerische Team. Von daher, das reicht ja dann als Story. Ja, und schon haben wir unser ideales Pokémon-Spiel. So kann man, glaube ich, auch gut einfach einen Hack bauen. Wenn man sich da an die ganzen Punkte hält. So, Bärenforst. Fangen wir uns erstmal kurz ein neues Pokémon. Während meine Nase langsam wieder ein bisschen kitzelt. Habe ich auch Topschutz an? Ich glaube schon. Dann laufe ich noch ein bisschen weiter in den Bärenforst rein. Und hol mir die ganzen Bären. Wenn man Randomizer spielt und hier die ganzen Items auch randomized, ist das hier echte Goldgrube. Findet man überall Items. Versteckte. Ist da? Nee, da ist nichts. Ah, Schutz wirkt nicht mehr. Okay. So. T-5 Pokémon. Ein Stolunior. Haben wir schon. Ziemlich cooles sogar. Okay. Dupes 1. Und eine Maronbeere. Ich glaube, die Beeren respawnen hier auch, oder? Damals im Originalspiel. Jeden Tag? Jeden zweiten Tag des Nightmares. Das will ich haben. Zwillicht. Haben wir auch schon. Dupes Nummer 2. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich hole mir das Pokémon, was da ganz hinten am Ende kommt. Wenn man das überhaupt fangen kann. Ich meine schon. Wir holen uns das dann einfach. Wenn die anderen hier eh nur eher etwas schwächer sind, machen wir das so. So, bin ich hier überhaupt richtig?
glaube, ja. Gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Bäh. Nee, Zerschneider-Action habe ich keinen Bock. Joa. Und ich finde Pokémon-Ex eigentlich auch immer ziemlich cool. So, ich glaube, da oben kommt die jetzt gleich, ne? Ja. Dann machen wir das aber im nächsten Kampf-Part. Egal. Wie gesagt, ich finde Pokémon... Vielleicht? Frage an euch. Möchtet ihr Pokémon-Hex auch als Let's Play hier auf dem Kanal mal gerne sehen? Würde mich mal jetzt mal interessieren, weil ich habe die normalerweise immer nur als Stream-Projekte gemacht. Ich weiß, es kam mir als Stream-Projekt immer ein bisschen besser rüber. Passender. Aber Frage an euch. Möchtet ihr gerne Pokémon-Hex als Let's Play sehen? Wenn ja, habt ihr irgendwelche guten Vorschläge? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.